sind zu einem schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen gerufen worden. An der Einsatzstelle eingetroffen hat sich herausgestellt, dass wirklich eine Person eingeklemmt und mehrere PKWs beteiligt waren. Laut der Notärztin ist die Person während des Unfalls eben noch festgestellt, also es war keine Rettung mehr möglich. Es waren 4 PKWs beteiligt und es gibt eben noch 2 weitere Verletzte, unbestimmten Grades verletzt, wurden ebenfalls in die umliegenden Krankenhäuser.